Weiter, Deacon wollte was von mir. Warte mal, ich habe hier mein Dashboard nicht auf für OBS, danke. Chef? Ja, was gibt es? Warum sich Boden so hart bewegt? Deacon sowas hat nur erlebt bei seinem alten Meister, wenn jener schlecht schlief, nach Fressen von zu vielen Fischen. Deacon dann immer gesagt zu altem Meister, ihr nicht sollen essen so viel Fisch. Aber das dann immer gemacht hat, wütend alten Meister, und er dann noch mehr Fisch gegessen. Gezittert hat der Boden der Höhle die ganze Nacht. Einmal Deacon, aus Trotz einfach mehr Fisch. Ja, einmal Deacon gefallen ist in eine Spalte und war festgesessen dort für eine ganze Woche. Entschuldige, Boss, ihr wissen, warum Boden zittert? Ja, Herodes sagte, dass Unnenzid wieder fliegen würde. Schlangenfürstin erzittern lassen, ganze Stadt. Vor der Vollendung standen die üblen Pläne von Herodes. Die flauen Mägen nur halten konnten sich unsere furchtlosen Helden, als zum Leben erwachte die Stadt rings um sie. Wie wäre es, sie aufzuhalten? Wie viel der Zeit noch hatten sie, bevor zum Himmel erheben würde Herodes die Stadt und alles verloren wäre? Unser furchtloser Kobold, getreuer Begleiter von Boss, entsann sich, die Ken. Oh, entschuldige, Boss. Ich weiß gar nicht, ob im zweiten DLC Deacon vorkommt. Ich glaube nicht. Ja gut, dann sind wir hier fertig. Auf zum nächsten Turm, wa? Kampfsorge, was gibt's Schönes zu essen? Nudelkuchen, habe ich doch gesagt. Es ist Nudelkuchen. Ja, Kuchen mit Nudeln. Kein Nudelauflauf so, aber nicht so... Lauflauf? Nein. Ja, ein Nudelauflauf. Was ist ein Nudelkuchen? Backen mit Teig? Hat verschiedene Schichten, ist Nudeln, drin was Soßiges. Also eine Lasagne. Exakt. Okay, danke. Nudelkuchen. Ja, du kannst auch quasi eine Spaghetti Bolognese mit viel zu viel Käse, also so Dreier- bis Viererlei Käse machen, das dann quasi in so eine Kastenbrotform geben, kalt werden lassen, stocken lassen, und kannst du das so aus der Hand essen, das ist so ultra lecker. Und dann kannst du es jedes Mal neu überbacken, wenn du es in den Ofen schiebst, wenn du es warm essen willst. Gut. Ach scheiße, ich habe meinen neuen Zauber noch nicht einge... Oh Gott, hier drin sind gleich 4 Millionen Fallen. Wow. Ich sag doch 4 Millionen Fallen. Die heißen so. Ja, ich sehe es. Die sind aber sehr langsam unterwegs, wenn ich mal... Achso, ich glaube, wir müssen den Sarg des Grauens und so kaputt machen. Oh Gott, hier sind noch mehr Fallen. Ja. Bastardschwert, nicht identifiziert. Ach, verrostet. Okay, ich glaube, wir müssen die Särge kaputt machen, ja. Also dieser ganze Raum ist eine einzige Falle. So, Sarg kaputt. Sarg kaputt. Sarg kaputt. Habt ihr noch einen Sarg? Leuchtender Beutel. Hier hinten sind noch Schreckgespenster-Dinger. Achso, ja. Ja, das sind die Überreste von den Särgen. Nee, ein leuchtender Beutel. Achso, ja, schon. Hier ist eine Rüstung drin, mittelschwer. Befehlsrüstung. Und ein Kryptaschlüssel, den schnapp ich mir mal. Was? Was denn? Überreden plus 5 und Charisma plus 2. Ja, okay. Richtig so meine Stats jetzt. Meinst du? Ich find's eigentlich passend für dich. Das wäre halt die richtige Bardenrüstung jetzt. Oh, Stiefel nicht identifiziert. Stiefel der Sonnenseele plus 4. Nur benutzbar von Mönch. Ja, ich hab den Schlüssel dafür. Ist gut. Raste nur noch fix. Dann können wir losreiten. We ride at dawn. Ah ja, mein Kampffrosch ist jetzt wenigstens zu einem mächtigen Kampffrosch geworden. Anstatt plus 4 auf Stärke und plus 2 auf Konstitution kriege ich jetzt plus 6 und plus 6. Oh, ich bin mein Debuff für Stärke los. Und wie hoch ich eigentlich jetzt mittlerweile komme, wenn ich alles anschmeiß?
Verbessert die gerade nochmal Stärke. Ja, ja, im Moment habe ich plus. Habe ich keine Ahnung, wie viel plus das sind. Ich habe mal meinen Grundwert. Im Moment habe ich 30 Stärke. Das muss reichen. So, let's go. Einmal vollgebufft. Achso, Fred will ich noch dabei haben. Fred ist immer nützlich. Erster Stock. Wieder so weiter. Brennender Mann. Burning Man. Was tun die? Hier liegen Krummsäbel und so auf dem Boden, aber das wird alles hier altes Zeug sein. Was sollen wir tun? In der Mitte ist ein Hebel. Ich gehe ihn mal ziehen, okay? Ja. Und jetzt brennen die Schäden. Diebstahl? Keine Ahnung, was hier passiert. Hier sind Türen. Okay, ich kann die Türen aufmachen. Also. Wir können einfach weitergehen, theoretisch. Immer hoch. Zweiter Stock. Oh, lädt wieder ewig hier. Die Abschnitte können doch nicht so riesig sein bei heutigen SSDs und so. Was? Plötzlich? Plötzlich war sich Boss sicher, dass er und sein Koboldbegleiter ein furchtbares Labyrinth betreten hatten. Würden sie für immer verloren sein? Achso, sind das die Bienenwaben? Kommt hier gleich Biester Kobo? Ich hätte gerade mal wieder... Was? Labyrinthmauer. Warte mal, warum ist mein Skelett auf der anderen Seite? Oh, man kann die Mauern kaputt machen. Perfekt. Weiter, vorwärts. Wir machen einfach den Hau drauf. Ich hab Fred umgebracht. Mein Spiel ist gerade zugegangen. Das ist nicht gut. Das Lustige ist, du stehst noch hier. So. Ich speichere mal sicherheitshalber. Alter, was sind eigentlich die Türen an der Seite? Und schreiben sich die ganze Zeit wieder weg. Was? Labyrinth verändert sich hier die ganze Zeit. Ja, ja. Oh Gott, hier in den Nebenräumen sind noch mehr Gegner. Oh, cool. Und Truhen. Ja. Hui. Brüchige Knochengolem. Ja moin, Schnecki, komm mal her. Nee, du brauchst es noch nicht. Verbindungsaufbau zum Server geschaltet. Der CD-Key wird auf diesem Server bereits verwendet. Ja, weil du noch da bist. Jetzt bist du runter. Jetzt müsstest du können. Alter, willst du mich verarschen? Na, wo bist du? Dort ist Screen. Okay. Oh, du bist aber wieder auf der Ebene rausgekommen. Gut. Perfekt. Nicht so wie bei Snow vorhin, der irgendwo anders rauskommt. Snow, kannst du mir mal eine Wand aufmachen? Können wir nur kurz warten. Kurz warten kann ich nicht, bin Magier. So, Fresse. So, Wand weg. So, bin an der Tür. Warte an der Tür auf euch. Ihr macht die wenigstens One-Hits oder so. Braucht so viele Schläge dafür. Ich weiß nicht, wo Snow ist. Der ist da hinten in irgendeinem Nebenraum. Haut Dinger.
Was? Jetzt ein Zombie-Krieger und ein Todesalb hier aus der Wand gekrochen. Nicht so. Oh, noch einer. Für die gerechte Sache! Nix. Hast du denn einen? Gut, dass auch wirklich alle da sind. Oh, eine zweihändige Axt ist hier identifiziert. Die kann man sich auf jeden Fall identifizieren lassen. Hallo, nicht in mir spawnen. Ja, die Chance ist groß, dass es wieder was Verrottetes ist. Ja, was Verrottetes, aber ja, okay. Du bist bei mir eigentlich so leise geworden. Ich werde mein... So, machen wir mal die zweite Tür auch auf. Und hoch geht's. Alle des Toten Windes. Nein, warum laufen? Der Tote Wind. Guck mir da mal noch mal kurz den Ladescreen an. Ach so, bist du wieder reingerannt? Ja. Also ich mach ihm keinen Schaden. Ich guck mich mal erstmal um. Oh Gott, Zombies. Also hier ist wieder deins gefragt, Kampfsau. Die gute oder die schlechte Nachricht? Die machen keinen Schaden. Ich denk mal, wir müssen die ganzen Zombies killen. Das Rätsels Lösung hier finden. Da geht's runter. Er schlägt seinen Feind! Einfach mal auf Kampfsau casten. Au! Und neue Zombies. Oh nö! Was denn? Ach was, nö. Mein Level-Up ist wieder weg. Wie, dein Level-Up ist wieder weg? Ich wurde ein Level runtergestuft. Hast du den falschen Charakter ausgewählt? Nein, eigentlich nicht. Ich hab den mit der höchsten Zahl. Strange. Können wir dem toten Wind jetzt endlich mal Schaden machen? Ja, der komische Kreis ist weg. Ja, ich mach Schaden. Ja, jetzt kriegt er Schaden. Das war der Crit. He's dead, oder? Überlasse. Ja, da liegen die Überreste. Und der Wind. So, wir müssen wohl mal wieder öfter Charakterimporte machen und so. Ich habe eigentlich auch schon Level Up 1 gemacht. So, nur kurz hier Axt. Verrostete zweihändige Axt. Verbesserungsmalus minus 1. Ich glaube, die kann ich wegwerfen, oder? Ja, ja. Wenn wir gerade dabei sind. Geht jetzt das wieder los? Ah, eine Rüstung. Ja. Dabei war ich eigentlich nur noch 10.000 von dem nächsten Level ab entfernt. Ey, das ist doch jetzt scheiße. Nur noch 10.000 von dem nächsten. Was ist denn das für ein komisches Geräusch hier die ganze Zeit? Mein Gepäck ist zu schwer. That's so geht es nicht. Question, Matt. Kettenpanzer plus 3. Und Lederrüstung plus 3. Zu haben? Was ist das? Noch eine Rüstung. Was sind denn die ganzen Rüstungen? Der neben dir gerade auf dem Boden. Lol. Ja, gut. Verrostete Kettenrüstung. So, hier hinten geht's runter. Nördliches Fragment. Okay, gut. Ja, gut, das wären dann jetzt die zwei. Dann bleibt nur noch... Der Magierturm. Ne, wieso? Wir haben doch erst zwei. Ja. Der Magierturm, das ist der dritte Punkt. Der arkane Turm. Im nächsten Gebiet, im westlichen Fragment. Also, ach... Nee, morgen. So.
Ballisterturm. Oh. Mal Fred auspacken. Willst du noch Buffs haben? Und rein geht's. So, halt, wir können noch mal hier. Ein bisschen leben. Erdgeschoss. Feuerelementare und Dagger Filth. Eine Ratte? Ich bin wach, ich bin wach. An die Luken. Wir gehen runter auf 100 Meter. U-Boot? Alarmtauchen. Was? Hey, hey, ich wette, für einen Augenblick dachtet ihr, ich wäre verrückt, oder? 100 Meter. Ha, diese Art von idiotischen Sicherheitsprotokoll hat uns den Schlamassel überhaupt erst eingebrockt. 300 Meter, habe ich ihnen gesagt. Aber haben sie auf mich gehört? 300 Meter? Natürlich, mindestens 300 Meter. 600, wenn es geht. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass etwas schrecklich, fürchterlich schief geht. Wisst ihr? Die Umbraver, sie haben immer mindestens 300 Meter eingehalten. Umbraver? Ja, als mein Meister, der Oberarkanist, wie er doch gleich hieß, noch am Leben war, trennte sich einer seiner Schüler von ihm und übernahm eine rivalisierende Stadt. Der Schüler hatte meinem Meister ein paar Dinge über Sicherheitsbestimmungen beibringen können, wie ich hinzufügen möchte. Als all die schwebenden Städte Nessarets vom Himmel stürzten, flog die Stadt dieses Schülers in einer sicheren Höhe von über 300 Metern, müsst ihr wissen. So hatte er genug Zeit, die gesamte Stadt auf die Schattenebene zu versetzen. Schattenebene? Wie gelang ihm das? Oh, wer weiß das schon. Er war immer ein begabter Junge. Jedenfalls war dieser Übergang von Dauer und sie blieben seither dort, abgesehen von gelegentlichen Ausflügen nach Unterzieht. Nennen sich jetzt die Umbrava. Wenn sie auf der Schattenebene festsitzen, wie gelangen sie dann hierher? Seht mal, nur weil ich eine lächerlich hohen IQ besitze, brauche ich nicht auf alles eine Antwort zu haben, ja? Das waren rivalisierende Städte mit vielen Spitzeln, Industriespionage und ähnlichem. Es gibt immer irgendwo ein Hintertürchen. Wie auch immer, nach dem Absturz haben sie mehr oder weniger hier im Turm Quartier bezogen. Aber jetzt, wo jemand den Mythal reaktiviert hat, werden sie nervös. Niemand will abstürzen, richtig? Also stehlen sie Sachen. Was stehlen sie denn? Oh, sicher alles, was von der Magie meines Meisters noch übrig ist und ganz besonders den dunklen Wind. Aber um ehrlich zu sein, sie nehmen die ganze Stadt auseinander. Ziegelsteine, Mörtel, alles. Ich schätze, sie wollen zu Hause wieder aufbauen. Ach, die Polen, ich verstehe. Und ihr liegt hier einfach herum und unternehmt nichts? Ich bin eine Ratte, eine schlaue Ratte, eine sprechende Ratte, aber trotzdem eine Ratte. Schlau genug, mich nicht mit den Umbravern anzulegen. So viel ist sicher. Wenn euch die Ziegelsteine so wichtig sind, dann kämpft ihr doch dafür. Und außerdem, diese Stadt sei ganz unter der Erde. Schattige Leute nur bergen sie. Nun, ich lebe zumindest noch hier und ich bin nicht der Einzige. Trotzdem, von uns hat niemand so viele Einwände wie dieser oberschlaue Mensch hier. Und wo ihr schon dabei seid, warum springt ihr nicht einfach durch eines dieser praktischen Schattenportale und tragt den Kampf in ihrem verdammten Heimatland aus? Was geht mich das alles an? Unerzieht ist tot und vergangen. Das hat man eben von schlechten Sicherheitsbestimmungen. Entschuldigt, ich jage eine Medusa namens Heurodes. Heult mir doch etwas vor, wir haben alle unsere Probleme, klar, und jetzt zu diesen mindestens 300 Metern. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass etwas Schreckliches schief geht. Ja, okay. Okay, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Was mit dem eingesperrten Feuerelementar? Guck mal, Snow, das wärst du gewesen. Die haben auch einfach ein Feuerelementar als Lichtquelle eingesperrt. Ja. Rechts sind Tische. Mal gucken. Was ist das für feines Bücherregal? Wow, ein negativer Energiestrahl. Ich werde der größte Magier aller Zeiten. Ja gut, dann, mal gucken, wem wir aufs Maul geben können. Ja, hier sind irgendwelche Typen.
Ein braver Krieger. Ihr wollt was von Dekin? Dekin, ich will gerade nicht reden. Das wird ganz besonders erfreuen. Nee. Bist du definitiv nicht. Ich werde mein Haus mit euren Überresten dekorieren. Okay. Was ist denn das jetzt hier für eine Aktion? Hier ist ein Schattenportal. Und hier ist ein Schattenedelstein. Ohne Schattenedelstein kein Durchgang. Okay, an jeder Leiche findet ihr einen. Hier sind noch mehr Umbrava. Also ich habe 2 Schattenedelsteine. Aber hier bei Snowsguard Attacke. Zeigen wir es ihnen. Ich glaube, wir haben genug Schattenedelsteine. Ja. Okay, bei Snow platzen die ganze Zeit einfach nur alle. Ja. So, dann... Also ich bin jetzt in der Schattenebene. Ja. Hat Snow auch einen Schattenstein? Ich bin gerade auch in eine Schattenebene gezogen worden. Okay. I will send you to the Shadow Realm. Oh ja. Eine ist noch da. Nee. Eine ist noch da. Den kannst du dann auch noch selber. Das ist ein Heiler. Ja, dann kill den doch. Nee, ich bin scheiße. Da mein Skelett ja, macht. Nö. Hier ist noch ein Portal. Kann das Portal ja, oder so ein Stück? Auf der anderen Seite ist auch ein Portal. Okay, ja, links, wa? Immer links. Oder links. Ach, scheiße, ernsthaft. War falsch, wa? Nee, Stück für Stück jetzt immer weiter. Ja, gut, kann mir Schlimmeres vorstellen. Hier noch eins? Ja, natürlich. Los! Zeigt, was ihr zu bieten habt! Wenn ich wenigstens Leute kennen, schicken können, die ein bisschen mehr Erfahrung und Herausforderung bieten. Komm mal mit. Lol, da kam gerade wieder 2 raus, als du gegangen bist. Alter, ewiges Gebiet wird geladen, ey. Das ist ja eine Runde echt ein bisschen länger wie sonst. So, jetzt. Moin. Ich weiß ja nicht, ob ich richtig laufe. Hier rein? Oh, ne. Das ist, ja. Der hinter uns. Sieht irgendwie nicht so richtig aus. Wieso, hier geht's auch weiter. Sterbt! Ihr sollt sterben! Okay. So, Schattenportal, rein da. Bevor da wieder neue rauskommen. Ah, ich... Oh. Was denn? Ich hab's ans richtige Ende gestopft. Ja, wir haben noch ein paar Gegner. Ich glaub, Snow und ich brauchen noch eine Weile. Wir kämpfen uns, glaube ich, einmal durch die ganze Welt hier. Und auf durchs nächste Portal. Scheiß auf Gegner. Vorwärts. Scheiße, ich habe keinen Schattenstein. Doch, hä? Jetzt habe ich wieder einen. Interessant, danke. Ja, die Schattensteine werden verbraucht, was ich sehr scheiße finde. Was? Nö, ich habe bisher 2 aufgehoben, bin jetzt schon durch, keine Ahnung, 7 Portale gerannt oder so. Ich hatte 2 aufgehoben, durfte durch 2 Portale und dann nicht mehr. Deswegen bin ich gerade sehr inkliniert, mehr davon aufzuheben.
Oh, eine Rüstung. Oh, ist der Planetenpanzer, danke. Ich dachte, wo ich rausgekommen bin. Ja, hier sind ein Haufen Gegner, by the way. Auf mir muss ein Fluch lassen. Okay, ich hab die meisten umgebracht. Ich nähere mich langsam dem richtigen Weg. Probier mal das Portal geradeaus, da war nämlich ein Haufen Gegner. Da liegen hier nicht noch irgendwo Überreste, hier ist doch gerade einer rausgekommen. Ich bin auch richtig rausgekommen, du hättest da, wo wir waren, nur geradeaus gehen müssen. Snow. Ja, ich mache hier einen kurzen Abstecher. Das war überraschend, also ich für Kampfsau hat es irgendwie instant geschafft, aber für uns war es überraschend ein Umweg. Kannst du nicht rasten? Nein. Würde gerne, weil die haben schon wieder bei der Stärke verringert. Kannst du damit probieren? Nö. Konnte auch nicht wirken. Da liegt was. Ah, noch ein Schattenedelstein. Nehmen wir mal mit. Hab einen Magier gefunden. Magier ist tot. Oh, Magier. Ich mag die Hintergrundgeräusche. Klingt nach Wahl. Alle. Du meinst diese 10.000 verschiedenen Cues, die sich alle übertönen zu versuchen? Ey! Wie, ey? Ich hab's auch mal geschafft. Ah, lol. Okay, gut. Dann rein da. Vorwärts. Raum des Hocharkanisten. Ihr wollt was von mir? Ich hab dich nicht angeklickt, Deacon. Entschuldige. Ich kenn die Musik hier. Triggert mich. Hier ist es zu gefährlich, so zu rasten. Hey, Videosequenz. Oder so. Yes. Jetzt, meine Schergen, schnappt es euch. Flieht oder sterbt! Ah. Okay, die Wichser waren also auch da ran und die werden umgebracht davon. Narren, muss ich denn alles selbst machen? Was bist du für einer? Nee. Eure Macht gehört jetzt mir, okay. Der dunkle Wind ist mein. Okay, irgendein Fürst hat uns den dunklen Wind geklaut. Der dunkle Wind. Wenn du Gas ablassen willst, aber ein bisschen Masse dabei ist. Alter Schwede. Ja, let's go. So ein paar noch übrig hier. Neue Zauber, die ich auch lernen kann. Noch besser. Ich will mein Level Up zurück. Ah, das ist jetzt halt ein bisschen doof. Ich könnte dich hochcheaten, wenn du willst. Kann ah, Falle. Ich würde ja nichts machen. Ja, klickst du jetzt an? Ne. Mach mal Falle weg. Und so. Sonst machen wir sie kaputt. Jetzt geht's. Eine transportable Tür. Hey. Und Eisklaue. Ein Dolch. Ja, den kann ich Deacon geben. Eine kleine Steintür, die wohl in ein Puppenhaus passen würde. In der Tür ist die Phrase: Hier möge Schatten sein, in Silber graviert. Okay.
Gucken wir uns erstmal hier die zerbrochenes Möbeljahr, nichts. Und das Bücherregal. Verschimmelte Folie. Ja gut, kann ich den einfach mal benutzen? Ach, den muss ich auf irgendwas benutzen. Mich? Dieser Standort ist nicht für die tragbare Tür. Geeignet. Okay. Hat nicht zufällig jemand ein Puppenhaus gesehen hat? Nö. Nee. Die war übersehen oder bin ich doof? Also, ja, ich bin doof, aber. Da! Da ist eine Tür. Hier geht's weiter, ja, kann ich. Ich wieder dir zurück. Nö. Nee. Und einen Schlüssel. Nein, das kann ich nicht. Bin ich verwirrt? Das. Ha! Ich kann auch nicht zurück, wa? Doch, okay. Aber was bringt's uns? Okay. Bitte. We have Tür. Durch das Portal treten. Lagerstätte des Schattenleichnams. Klingt erotisch. Dann gleich kein Typ mit Narrenkappe ankommt und hier irgendwie verrückt spielt. Ah. Ich werde mein Haus mit euren Überresten dekorieren. Hab mal alles kaputt gemacht. Da ist der Schattenleuchtturm. Mein Glaube verhelfe mir zum Sieg. Ob sie nur sehen. Ja, dann ist er auch schnell tot. Ich kann gerade sagen, ich höre das Brutzeln von ihm, aber wo ist er? So, und da haben wir das letzte Wort und eine Rüstung. Beckners Robe. Bonustalent Zauberfokus. Ein Haufen Zauberfokuszeug. Ja, Beckner, die alte Hexe. Beckner, sag dir was? Ja. Gibt's mal wieder einen Abriss? Über Beckner weiß ich tatsächlich nicht so viel, aber es gibt zwei starke Artefakte, die mit ihr in Verbindung stehen. Einmal die Hand von Beckner und das Auge von Beckner. Die Benutzung dieser Artefakte ist allerdings ein bisschen... Naja, um die Hand von Beckner zu benutzen, musst du dir deine eigene Hand abschneiden. Und ihre Hand daran setzen. Nett. Und das Auge funktioniert ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Anschi, interessant. Die sehen ja lustig aus. Ja, die unterste Rüstung kannst du auch schon wieder wegwerfen. Mein Gepäck ist zu schwer. So geht es nicht. Das ist, man sieht doch, dass sie verrottet ist. Armschienen des festen Griffs. Beidhändigkeiten, Disziplin plus 8. Ach. Und die andere Rüstung ist Lederrüstung plus 3. Spierpissen wie ein Iltis. Mein Nimmervollbeutel ist voll. Und nur noch eine kurze Frage. Wie können wir von hier aus jetzt wieder zurück? Mit Willenskraft.
Wow. Ach ja, bevor ich später vergesse, einer von euch muss mir später noch eine Mission in den Update erstellen. Yes. Neue Mission? Yes, für Samstag. Bin ich Samstag da? Ich weiß gar nicht. Yes. Was? Das ist nicht der Standort für eure tragbare Tür? Ja? Auch nicht. Okay. Müssen wir jetzt exakt den Spot finden? Nee, da. Unsere ist ja noch da. Ha. So, dann kann ich jetzt auch mal rasten nochmal. Immer noch diesen hochwertigen Wein, den ich da geklaut hatte bei den Typen. So, dann haben wir hier unser Rückrufportal ins westliche Fragment und dann können wir jetzt zu dem Hauptding gehen und gucken, ob wir da die Tür geöffnet kriegen. Oh, hier ist ein Wagen zum Looten. Ein Altar. Bin schon gelootet? Doch, ich erinnere mich. Hier war eine verrostete Zweihandachs drin. Alle durch die Tür. Na, lädt's einer wieder so ewig? Einer wird gleich wieder zurückgedrückt. Ja, es lädt wieder ewig. Bei mir lädt's eher merkwürdig. Ja, alles gut. Beim letzten Mal war es bei mir genauso mit dem Hin- und Her-Flackern da. Jetzt bin ich wieder rausgeschmissen worden, jetzt darf ich wieder neu rein, danke. Ein Fan. Warte mal auf dich. Die mächtige Schlachtenrobe, was kommt die nochmal? Konzentration, Zauberkunde, Rüstungsbonus gegen Böse und Licht schwach lila und Zauberresistenz. Ja, das ist auch nicht so verkehrt, so im Vergleich zu dem, was ich gerade aufgehoben habe. Was kann die nochmal? Zauberfokus und Rüstungs... Ach, da ist der Puppe, Alter. Ja, so, und jetzt packen wir da mal den weißen Wind, den toten Wind und den dunklen Wind. Mann zu. Open the door, please. Was? Du solltet vorbereitet. Chef? Ja, Deacon? Großer Kampf mit Schlangenfürsten ganz nah sein, was? Deacon sich fragen, ob fertig schreiben wird, können epische Geschichte von Boss. Schlangenfürsten Deacon vielleicht wieder verwandeln wird in Stein. Ich bin sicher, dass ihr Gelegenheit haben werdet, sie zu vollenden. Dass Deacon hofft, Geschichte wirklich gut ist. Vielleicht ein Bestseller gar, wenn gleich noch rau an einigen Stellen. Später noch Deacon muss letten die Stellen. Deacon nur so nachdenken, vielleicht Deacon ja noch da sein, zu beenden, epische Geschichte, aber vielleicht Boss nicht mehr da sein. Nicht mehr sein. Hauptsache, seid nicht dumm. Ihr werdet noch lange vor mir ins Gras beißen. Oh, ich gehe doch nicht vor, Deacon. Hey, ihr immer wissen, was sagen müssen, damit besser Deacon sich fühlen. Doch falls passieren doch etwas, Deacon denkt, die Zeit jetzt wäre gut zu sagen, Boss, etwas. Deacon es danken euch möchte, das befreit und auf großes Abenteuer mitgenommen ihr ihn habt. Deacon nicht mehr steckt als Kobold in Höhle und ist nun, was er immer sein wollte, mehr als nur ein Kobold. Ja, Deacon, war mir eine Ehre. Gut, Boss, und jetzt Lehre erteilen wir der Schlangenfürstin, dass Leute man nicht verwandelt in Statuen. Sollen wir vorher dem anderen Typen noch Bescheid sagen? Vielleicht kommt er ja mit, wenn wir ihm sagen, dass hier der Ausgang ist. Ja, was weiß ich? Na ja, komm. Let's go hoch. Let's go to the mall. Achso, warte mal, könnt ihr euch nochmal hochbuffen, wa? Ich hab keine Ahnung, was gerade losging. Wie, was gerade losging? Yes. Was meinst du? Ich wurde gerade ein bisschen abgelenkt. Deacon hat sich nur bedankt und gesagt, wir geben gleich der Schlangenfürstin aufs Maul. Ach so. Ich
Ach ja. Ich kann hier auch noch. Nee, ich beschwöre drin einen stärkeren. Yoshi ist wieder da. Okay, dann. Tempel der Winde, Erdgeschoss. Ach, das geht. Moment, das geht nach unten? Oder nach. Natürlich. Ich. Warte, wir müssen noch mehr unnötig viele Leute auf dieser Plattform sein. Welche, ja, welche Kette ziehen wir jetzt? Ich würde sagen, also ich bin so rausgekommen und ich würde mal nach links gehen. Okay, jetzt bin ich hier vorne links. Ja, kommt, könnt mitkommen. Macht ihr da mal Platz? Oh ja, ist Platz. Ja, okay, du bist da schon hingegangen. Dann machen wir mal hier Party. Medusenzofen? Mein Schreckgespenst hat doch vorne Party. Ich würde sagen, einmal außen rum. Jo, ich loote. Ihr macht, ich loote. Ganz schön viele Fallen. Schon wieder abgeschlossen? Ja. Ordentlich Loot. Alles klar. Oh, das macht die Kind so. Alles klar. Okay. Ja. Ist okay, Slut. Wir haben mitbekommen, dass. Was denn? Ah, hier liegt was. Was haben wir hier in Überresten? Eine verrostete Sichel. Nee. Sehe ich nicht als sinnvolle Überreste. Ich bin durch eine Falle gerannt, sie hat nicht ausgelöst. Deacon läuft aber in jede rein und kriegt Schaden. Ich bräuchte hier mal Fallen entschärfen. Kriegst uns die Truhe nicht auf. Warum auch immer. Ich auch nicht. Aufgeschlossen ist sie. Jetzt. Eine flinke Kettenrüstung. Hast auf eine Rüstung. Ist auch interessant. Ah, dann kannst du nämlich wieder Constitution-Schuhe holen. Das stimmt wohl. Wo geht's denn weiter? Keine Ahnung. Hab ich noch meine Tür? Ja. Ich raste mal kurz, bevor wir da durchgehen. Ich habe mal eine Tür gebaut. Ich habe da so eine tragbare Tür. Sowas wäre echt nützlich, wenn ich mich damit zur Arbeit porten könnte. Mal ich so ein paar Runen auf dem Boden, zu Hause, auf Arbeit, einmal durch Schattenreich, auch zur Arbeit. Let's go. So, keine Ahnung. Hatten wir so ein Zwischengeplänkel? Das geht mir auch um den Sack hier. So geht's mal vor. Und? Wo kommen wir raus? Lagerstätte des Schattenleuchtnams. Ah! Da waren wir ja schon. Okay, also funktioniert das doch nicht. Aber warum kann ich hier eine warum kann ich hier eine Tür aufmachen? Da sind noch mehr Fallen. Okay. Ach, an der Kiste war ich auch noch nicht dran. Okay. Einmal Fallen entschärfen, bitte. Danke. Oh, eine schwere Rüstung. Roter Drachenpanzer. Kann ich einpacken. Ist schwer. Ja, den roten Drachenpanzer trage ich gerade. Ah, okay. Au. Oh. Was denn? Was es denn? War relativ simpel. Wieso? Dann nehmt die Tür zur Mitte hin. Es gibt vier Türen, die wieder zum Mittelpodest führen. Nehmt eine davon. Simpel vor. Oh. Ja. Der Winde, erster Stock. Okay. Ja.
It was simple. Zum vorherigen Stockwerk. Zum vorherigen Stockwerk. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Tentakeldämon! Weg von der Seite. Versuch das. Was unexpected? Oh Gott, Verschlingergeister. Verschlingerskelett. Okay, ich habe 3 Leute gekillt und die haben mir Öhrlichter auf den Hals gehetzt. Das ist ein blutiger Altar. Och, ich hasse blutige Sachen. Blutiger Altar. Was soll da rauf? Keine Ahnung. Jetzt stirbt endlich die scheiß Verschlinger. Geh doch. Was außer Fallen haben wir hier hinten? Irrlichter. Ja, die gehen mir gerade derbe auf den Geist. So. Anderso, danke. Bin ich eigentlich in Bezug zu euch? Ein ganz Stück abseits. Nicht so geil. Mit immer noch am Fackeln? Zum nächsten Stockwerk geht's hier. Okay, ich muss zu euch kommen, weil wenn ich mich allein durchprügel, dann bin ich des Todes. Ja, Mitte ist cool. Nee. Ja, du musst nur schnell genug sein. Der macht mir keinen Schaden. Hab genug Zauberresistenz. Also. Deacon, Deacon ist ein Depp. Kampfsau, wir müssen Deacon da rausholen. Mag Deacon. Zum nächsten Stockwerk. Die müssen eh eher da oben so rüber gehen oder da unten rüber. Ah ne, wir können doch da rüber gehen. Ne? Ja. Nee. Der Kobold benötigt. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir kriegen Deacon hier nicht mehr raus. Ich kann mittlerweile mit meinen Heiltaschen Leute wiederbeleben, aber der stirbt, bevor ich mit ihm reden kann, um ihn zur Gruppe wiederzuholen. Hey, das Ding in der Mitte ist weg. Ja, das kommt immer wieder. Ja, da ist es wieder. Jetzt Deacon, jetzt komm mit. Komm, lauf. Jetzt komm! Dem lag. Nein, weiter. Schön. Klar. So, perfekt. Alle wieder da. Deacon ist dann voll Trottel. Eine Fresse, der hat ja nicht so einen hohen IQ. Was erwartest du von dem? Was habt ihr hier? Oh. Ich mach mal den. Ich mach Schaden. Das ging doch relativ gut. Oh nein, Yoshi ist wieder weg. Ja, wir brauchen. Oh, hier ist was auf dem blutigen Altar. Aber nichts Sinnvolles. Ich werde mein Haus mit euren Überresten dekorieren. Die halten vergleichsweise viel aus. Zeit für ein Spielchen! Ja. Hier ist ein Zauber. Und zugleich ein Hebel. Scheiße, wir müssen echt alle Hebel umlegen. Müssen wir? Ja. Oh ja. Deshalb, hier ist der ausgegraut, den wir umlegen können. Oder nicht ausgegraut, so rum. Und der Rest müssen wir machen. Ja, dann passt du mit Deacon auf, weil der überlebt das Feuer nicht. Ja, ich könnte, warte mal, wenn ich gleich rasten kann. Ah, nicht gut, dann kann ich den buffen, dass der wenigstens ein bisschen mehr aushält. Also den südlichen Hebel haben wir. Warte mal, den Abstecher zum nächsten hoch. Moin, Schnucki. Was beim Wüten. Na, wo seid ihr, die ganzen Penner? Immer mit, Deacon. Muss ich mal buffen.
Gehen wir schon mal in den Süden. Weg dorthin mit Begleitern. Ob Sadiken kommt hier lebend an. Ja, Half-Life. Dass die sich wie kleine Hunde anhören, wenn man draufhaut. Nur so. Alter, geh mir die Öllichter auf den Sack. Scheiße. Nee, wir machen erst die Verschlinger und dann kümmern wir uns um die 6 Öllichter. Die Öllichter nerven ja auch wirklich nur. Das tun sie. Die Nerven. So. Hier liegen nicht identifizierte Rüstung und Langbogen. Das ist verrottet. Okay. Zack. Die ist auch verrottet. Nice. Ich habe das Öllicht getroffen. Also, so. Wir sind hier fertig. Yes. Welchen hast du jetzt? Den nördlichen? Ich bin im Süden. Also das ist dann der rechte. Ja. Also der rechts oben fehlt noch das, der Bereich. Okay. Okay, 3 Zauber und die sind tot, die Fischlänger. Nebel. Raste einmal und dann komme ich mit Deacon darüber. Dieser Abschnitt wird der nervigste. Ja. Wieso? Wir sind noch gleich durch. Nein, so. Ich meine da, wo wir jetzt sind, im Osten. Wieso? Weil die Türen hier die ganze Zeit auf und zu gehen. Ja. Von alleine. In unterschiedlichen Pattern. Will die Tür nicht einfach kaputt machen? Schnell durch! Ist doch eigentlich unser täglich Brot, oder nicht? Die Türen einfach kaputt prügeln. Durch! Komm mit, Deacon. Wir müssen zu unseren Freunden. Oh, aha, ich hab's durchgeschafft. Zack. Ich muss eine Tür abwarten. Warte, ich kann dir trotzdem helfen. Gut durchgekommen, geil. Helft mal. Boah, scheiß Irrlichter, ey. Irgendwo ist nur eins, zwei. Wunderschön. So, sind durch. Dann, machen wir mal den.
Dann könnte ich jetzt auch einmal fix für deine Jungs gehen und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite der Tür. Du? So, Zauber habe ich. Na gut. Das Ding in der Mitte konnte man leider nicht anklicken, oder? Nö. Warte, ich hätte nämlich gerne mal Rechtsklick untersuchen gemacht. Der Tentakeldämon. Ja. Geht es Ihnen gut? So, was habe ich denn noch für interessante Sachen? Das Feuerball-Amulett habe ich noch. Stiefel der Sonnenseele. Willst du das mächtige Amulett der Gesundheit haben? Ich glaube nicht, dass ich dafür gerade Verwendung habe. Wobei, was macht mein jetziges? Bessere Willenskraft, Rettungswürfe. Das macht halt Immunität, Gift, Krankheit, Stufen, Attributsverlust und Regeneration plus 1. Ja, oh, gib mal, ja. Welches ist das jetzt, das? Durch die Tür. Raum des Mythalar. Mythalar. Allah. Dein Mythalar, nicht meiner. So, warte mal. Ja. Ich brauche Fred. Was ist das denn? Mythalar. Das uralte Mythalar ist von einer überirdischen Schönheit. Okay. Dann, da ist Herodes. Und sie ist umgeben von Mythalar. Sie kommt her, um zu talken. Wenn ihr nur My name is Jamal, I come from Atar, Mythala. Ich bin jetzt die Arme, wer braucht schon irdische Augen, wenn er durch die Seele der Welt blicken kann? Was lässt das Mythal euch sehen, Herodes? Ich kann die endlose Weite der Wüste Anauroch sehen. Anorush. Liegt eine Königin der Formianer gerade ein Ala. Das einmal ihre einzige Tochter sein wird. Im Osten wird das Zelt eines alten Bedienen von einem Sandsturm begraben. Oh, vielleicht ihr auch können sehen, ob Deacons Freund, die Fledermaus Rakling, gut gehen. Ich sehe euer Ende, kleines Wesen, ja. Und ich sehe euch, umhüllt von der Magie des Mythals, jetzt. In diesem Moment, ich sehe, wie der Tod euch umklammert. Er wartet schon in den Schatten. Innerhalb einer Stunde wird euer Leben verwirkt sein. Ihr habt den Verlust eures Blicks auf euch genommen, der Leute zu Stein werden lässt? Verlust? Ha! Es war kein Verlust. So ein kleines Opfer. Um so viel zu erreichen. Ich hätte alles aufs Spiel gesetzt, um nur einen Bruchteil der Macht des Mythals zu erhalten. Außerdem hat mein Blick ja seine Wirkung nicht verfehlt. Oder? Ihr wisst das nur zu gut.
Ihr seid verrückt. Lenkt diese Stadt in den Sand zurück, wo sie hingehört. Undern Sith war nicht dazu bestimmt, eine Leiche zu sein. Begraben und vergessen im Sand der Zeit. Es gehört in die Lüfte. Und dorthin habe ich es zurückgebracht. Jetzt sollen sich alle vor seiner Macht verneigen. Und vor mir, seiner Meisterin. Das Metall wird euch vernichten. Lasst ihn los. Seid nicht töricht. Er beschützt mich. Seht ihr das nicht? Unter seiner Ordnung bin ich sicher. Und mit seiner Macht werde ich mich an der ganzen Welt rächen. Genug geredet. Habt ihr unser Gespräch so schnell satt? Fessle ich eure Aufmerksamkeit nicht mehr so wie einst? Lol, lasst uns zusammenarbeiten, um die Welt zu erobern. Sie sollte groß genug sein, dass wir sie uns teilen können. Wir teilen. Weltherrschaft, Weltherrschaft. Also, ich werde mein Haus mit euren Überresten. Okay, ich hab's verstanden, Kampfsor. Wir haben uns doch gewundert, warum am Ende von der Kampagne hier mir gesagt wurde, von wegen, ich werde die Weltherrschaft haben und sowas. Eure Bosheit findet hier und jetzt ein Ende. Durch die Macht des Mythals bin ich gegen Schäden immun. Okay, ihr wisst, was ihr tun müsst. Die Kupplung kaputt machen. Oben auf dieser fliegenden Stadt kämpfen. Diesmal werde ich euch. Noch nicht? Erst will ich auf Gespräch beendet. Ja, komm schon. Danke. Okay. Elende Kreatur. Mach mal da hinten sauber. Alter! Machen wir da noch sauber. Zack. Und den noch. Ups. Hast du? Oh. Was? In dem Moment, wo du Schaden bekommen hast, hast du gewonnen-hittet oder was? Ja, ich hab sie mehr oder weniger fast instant gequittet, ja. Ich hab nur gesehen, der erste ist kaputt gegangen, den hab ich gehauen, dann hab ich gedacht, oh, komm, dann tank ich sie an. Dann habt ihr weiter kaputt gehauen, auf einmal sehe ich, wieder Schaden von 2 auf 20 jumpt und dann war der Crit da und dann ist er umgekippt. Okay, Mythal ist putt. Aber das heißt auch, die Stadt schwebt jetzt nicht mehr. Also wenn sie überhaupt geschwebt hat. Ich kann gerade nichts mehr machen. Ja, ich sehe gerade Video. Ich mache gerade mit meinem Spiegel eine Tür für uns auf. Ja, es ist auch besser, weil jetzt geht's rasant nach unten. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir schon fliegen. Waren wir schon in der sicheren Höhe? Die Stadt schon. Waren wir schon in 300 Meter? Ja. Ab 200 musst du ziehen, sonst wird's knapp. Video. Die ächzende Stadt legt sich im Flug auf die Seite wie ein verwundeter Vogel. Der Aufschlag am Boden, der den zweiten Fall von Undern Zeit signalisiert, ist in ganz Ferun zu hören und zu spüren. Doch die meisten seiner Einwohner werden niemals erfahren, wie nahe Herodes ihrem Ziel gekommen war, sie alle durch die Macht der Vergangenheit zu unterdrücken. Doch einige, wie etwa die Harfner, wissen, welche Rolle ihr beim Untergang von Herodes gespielt habt. Sie nennen euch einen Helden und singen Balladen über die Opfer, die ihr und Drogan für ihre Rettung gebracht habt. Was euer eigenes Schicksal betrifft, nachdem ihr auf die Schattenebene entkommen seid, so kennen es nicht einmal die Harfner. Der Sklavenkragen zerbrach bei Ashtaras Tod. Also seid ihr frei. Doch wo euch eure Abenteuer auch hinführen mögen, eines ist gewiss. Eure Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Eines ist gewiss, egal wo ihr landet, ihr seid overlevelt. Also zwei Dinge. Ja. So ist auf dieser Stadt alles auf einmal explodiert. C4? Ja. Und zweitens, die Musik, die da im Lager gespielt haben, war einfach grausig. Ja. Drittens, wo ist mein Loot? Ja. Genau. Ah, Leertaste. Ja. Du kriegst aber einen epileptischen Anfall. Absolut. Alter, Hauptmenü. Wann endet die Scheiße denn? Ah, okay, gut. Damit haben wir das DLC durch. Warte mal, ich guck grad mal. Und zwar... Nicht starten. Ich habe eins zu schnell durchgeklickt. Ich habe mit Maus und Leertaste gleichzeitig geklickt. Das ist hart, ja. Wollte ich gar nicht. Ich wollte hier neues Internetspiel. Und was wurde jetzt empfohlen? Ich hab schon wieder vergessen. Wie ist die Scheiße? Was hätte ich gesagt?
Ah ja, dann wäre es wahrscheinlich mit... Was denn? Dann geht's wahrscheinlich mit Hordes of the Underdark wirklich kanonisch direkt weiter. Ich glaube ja. Wobei, ich bin mir nicht sicher, weil... ich weiß nicht mehr, in welche Stadt man kommt, aber man kommt halt in eine Stadt, die angegriffen wird. Von, Ja, hier steht sogar drin, you have recently escaped from a long sojourn on the Plain of Shadow. Okay, also in den Plains of Shadow, keine Ahnung, was da passiert, aber es wird einfach nur gesagt, man kommt einfach raus. Ich finde jetzt aber das DLC nicht, was ich gelesen hat, oder den extra Content. Ja, gut, dann sind wir damit durch. Mich nervt es ein bisschen, dass Hordes of Underdark echt nicht multiplayerfähig ist. Zumindest ohne rumzutricksen. Ja. Das ist Schande und wenn man sich durchliest, warum, ist es noch trauriger. Nee, das andere finde ich echt nicht. Ja gut, dann wir sehen uns. Ja, so, willkommen zurück. Für euch ist jetzt eine Sekunde vergangen, für mich ein Tag. Wir haben gestern das DLC zu Ende aufgenommen. Das habt ihr ja mitbekommen, wenn ihr hier die Folge guckt, dass wir zu Ende gespielt haben. Und ich wollte nur noch mal hier aus dem Off sagen, dass mir es sehr viel Spaß gemacht hat, viele Erinnerungen geweckt hat und ich sehr viel, ja, wirklich sehr viel Nostalgie hatte. Ich hoffe, den anderen beiden hat es natürlich auch Spaß gemacht. Eigentlich hatte ich persönlich ja noch geplant, das zweite DLC zu spielen, Hordes of the Underdark. Aber dieses DLC ist leider nicht multiplayerfähig, zumindest nicht ohne Probleme. Man muss dann die Leute hinterherporten und sowas. Man kann das natürlich machen, aber wenn das schon da anfängt, wird es bei der Skalierung der Gegner nicht aufhören, sag ich mal. Und dementsprechend wird das wohl nichts werden. Vielleicht gucken wir noch in ein anderes DLC rein oder in ein anderes Modul, so heißen hier ja die Downloadable Game Modules. Mal sehen. Kann ich aber nicht versprechen. Ansonsten sehen wir uns, denke ich mal, in Neverwinter Nights 2 wieder, was aber für euch echt lange in der Zukunft liegen wird, je nachdem wann wir spielen. Weil erst wird das Spiel hier ablaufen und das ist alles vorproduziert, weil wir einfach Bock hatten. Das bedeutet, diese Folge kommt, glaube ich, Ende Februar, Anfang März. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich lügen. Also jetzt ein genaues Datum weiß ich nicht. Aber ich glaube so um März rum. Ja, dementsprechend... mal sehen. Wenn ihr nach dann gleich Neverwinter Nights 2 startet, wisst ihr, wir haben damit weitergemacht. Ansonsten kann es aber sein, dass irgendwann parallel jetzt Weihnachtszeit, wir haben jetzt den 6.12., dass ihr irgendwann jetzt parallel vielleicht auch noch das ein oder andere Arma-Video mit der Koop-Kampagne oder sowas kommt. Und ansonsten gucken wir natürlich, was wir in Zukunft noch an Multiplayer-Projekten bringen können. Auf jeden Fall danke dafür, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr zugeguckt habt oder auch wenn ihr meinetwegen auch nur reingeschaltet habt, mal kurz eine Folge gesehen habt, trotzdem danke. Ich freue mich für jeden Zuschauer oder für jeden, der hier mal reinguckt. Und hoffe, ich habe auch alle eure Kommentare beantwortet, die jetzt nicht so vielfältig waren bis jetzt. Also schreibt gerne was nochmal nachträglich jetzt in die Kommentare. Also jetzt von der letzten Folge vielleicht. Und dann wünsche ich euch frohe Feiertage, wo ich nicht wünschen, weil wir sind ja jetzt im Februar. Dann wünsche ich euch ein schönes 2022. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns wieder.